Hey, willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Smoker. Willkommen zur 7. Folge von The Last of Us Part 1. In der letzten Folge haben wir uns hier durch dieses riesengroße Hotel durchgeschlagen. Und da wurden die Hunter selber zu Hunter. Oder zumindest für die Hunter beide. Und ja, wir gehen jetzt auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg. Gott. Was ist heute nur los? Zu Ellie. Und ja. Ich denke mal, wir haben sie bald gefunden und da werden wir jetzt mal gucken, wie lange wir noch brauchen, um sie zu erreichen. Let's go. Nee, nicht tragen. Hoch. Arsch. Allerdings. Mir ist schlecht. Warum hörst du nie auf das, was ich sage? Na, war doch gut so, oder nicht? Das einzig Gute daran war, dass du mir nicht den Schädel weggepustet hast. Weißt du was? Nein. Wie wär's mit... Hey, Ellie, das war nicht einfach, aber entweder er oder ich. Danke, dass du meinen Arsch gerettet hast. Wie wär's denn mal mit sowas, Joel? Wir müssen jetzt weiter. Na, dann geh doch. Hat sie schon recht, Joel. Ohne sie wärst du jetzt nicht mehr am Leben. Ich habe ja noch gar nicht rumgeguckt, gell? Aber hier ist anscheinend nichts. Außer Flaschen. Sarah, bring Dexter und Neville zu deiner Mutter. Hier ist es nicht sicher, Jen. Ist durchgestrichen. Keine Sorge, wir kümmern uns gut um sie. Steht darunter in Rot. Ich glaube nicht, dass sie noch leben. Bleib da, okay? Klar, Joel. Ich geh nirgendwo hin. Hätte jetzt nicht gedacht, dass man hier rüber kann. Okay. Oh, noch ein Comic. Devil Starlight. Aggression. Daniel und Captain Ryan wurden in der Arena geworfen. Ah, okay. Nichts Story-Relevantes. Oder informatives. Volle Alkoholflasche. Na komm. Warum nicht? Hinten sitzt. Da wie das gerade ihren ersten Mord begangen hat, ist er ziemlich ruhig, ja. Aber wenn es Notwehr war. Runter? So. Wir müssen wieder raus. Die Brücke finden. Du sagst, wo es lang geht. Das. Was? Leere Kisten? Also leere Schubladen? Ja. Kenn ich. Sind wir jetzt hier eigentlich?
brauchen wir auf jeden Fall noch nicht. Neues Trainingsbuch. Nahkampfwaffen verbessert, Modifikation halten, ein Treffer länger. Okay. So. Das sieht cool aus. Eine Kulisse. Die Leute haben davor Fotos gemacht. Ja, ich weiß, was das ist. Na gut, stimmt irgendetwas nicht, Ellie? Es ist nicht so, dass ich nicht auf dich hören wollte. Du warst echt lange weg und ich dachte, du steckst vielleicht in Schwierigkeiten. Es ist egal, was du glaubst. Du musst immer auf mich hören. Tu ich. Es ist nur... schon gut, Joel. Ah. Laser sehen krass aus. Das ist so eine Stealth-Technik. Wir spielen. Vielleicht habe ich damit eine Chance. Okay. Als ich dachte. Hilf mir doch mal. Ganz sicher, dass du mir das zutraust? Ellie. Schieb fester! Na also. Gehen wir. Der Raum war bestimmt früher mal richtig cool. Optisch gesehen. Sieht doch immer noch cool aus. Nicht rausgucken. Da hinten noch was. Scheiße. Halbe Schere und halbes Klebeband. Ey. Mist. Komm her, geh in Deckung. Also gut, ich springe da runter und mach den Weg für uns frei. Was ist mit mir? Du bleibst hier. Das ist so dämlich. Wir hätten eine bessere Chance, wenn ich dir helfen würde. Tust du. Du scheinst ganz gut schießen zu können. Wow. Kommst du damit klar? Tja, ich hab mit sowas schon geschossen. Aber nur auf Ratten. Ratten. Luftgewehr. Na, ist es das gleiche Prinzip. Nimm es hoch. Also gut, du lehnst dich richtig gegen den Schaft. Denn der Rückschlag ist viel heftiger als beim Luftgewehr. Okay. Zieh den Bolzen zurück. Da anfassen. Nur ziehen. Na bitte. Wenn du geschossen hast, brauchst du immer schnell eine neue Kugel. Hör mir zu. Wenn ich da unten Ärger habe, muss bei dir jeder Schuss sitzen. Ja? Verstanden.
Okay. Dir dein Gewehr gegeben, das Exilfernrohr drauf. Und was die Sache von vorhin angeht, es war wirklich er oder ich. Gern geschehen. Er hätte es besser wissen sollen. Wenn man was klaut, sollte man sicher gehen, dass man entkommt, oder? Ich hätte... Sie sind tot! Sie sind alle tot! Wovon? Mistkerl! Die sind auch tot. Wow. Da war nichts mehr übrig von denen. Gut gemacht. Bisschen Action hier. Okay, los, gib mir Deckung. Boah, ey. Hab ihn, rückt auf. Und das Seil, die hörst du aber auch nicht, gell? Nächste. Du willst Nahkampf, na komm her. Oh. Ein Schuss habe ich noch. Ich passe auf. Der ging daneben, natürlich. Ey, das werden ja immer mehr. Will doch auch wieder flankieren, der Arsch. Deckung. Okay. Mist! Wo bist du jetzt hin? Was. Okay, ihr könnt kommen. Ihr? Wieso ihr? Ja, ist nicht mal geil. Hätte man auch schleichen machen können, aber gute Action. Wie war ich? Wie wär's mit etwas in deiner Größe? Das ist nur für den Notfall. Okay. Die hat sie ordentlich zerfetzt. Ein Schuss. So, die ist gesichert. Weißt du, wie man sie entsichert?
weiß ich. Okay, du musst Respekt haben. Das ist kein... Joel, ich passe auf. Okay. Okay, oh. Kann man überall rumgucken. Munition wäre natürlich jetzt nicht schlecht, weil die sieht nicht mehr so rosig aus. So, dann looten wir jetzt erstmal. Wenn es was zum Looten gibt. Den Bogen habe ich auch noch. Nutze ich irgendwie auch zu selten. Da sollte man den nicht unterschätzen. Dann kann ich auch noch rein. Und bei meiner ersten Aid hatten die nichts zu lachen. Bank of Meridian. Gut, ich glaube, in der Welt ist Geld nicht mehr wichtig. Brauchst schon mit der Bank. Geht's weiter? Hier war ich gar nicht. Doch, oder? Nee. Sieht nur so ähnlich aus. Ja. Wir brauchen die Fireflies nicht. Sie mögen den Kampf begonnen haben, aber wir haben die ganze Arbeit gemacht. Auf den Straßen, das ist unser Blut. Ich will den Kampf nicht, wie sie auf andere Städte ausweiten. Müssen sich die Unabhängigkeit für ihre eigene Stadt verdienen und ich befolge bestimmt keine Befehle von irgendeinem Firefly-Anführer, der auf der anderen Seite dieses Landes sitzt. Wir sollten uns ihre entledigen, bevor der Kampf zu Ende ist. Das ist unser Land, unser Volk. Ich sehe keinen Grund, warum wir uns nicht auch selbst reagieren sollten. Gut, dann gehen wir weiter. Ey, der Ort kommt mir bekannt vor. Zumindest die Ecke. Jetzt mach dein Ding, Ellie. Oh, okay.
Die blöde Kette klemmt. Warte. Mach ich. So. Gute Idee. Aber den Wagen brauchen wir. So hochzukommen. Hilf mir mal damit. Hier. Ich habe... Werkbank. Irgendwas? Nein. Hier müsste es doch ganz gut gehen. Geht, Rückstoß. Oh, den Tempo, den Bogen kann man machen. Was? Das ist doch ganz gut. Passt jetzt zwei Kugeln im Magazin, ja. Ja, das wird gut. Dann, weiter geht's. Scheiße, runter, runter. Ziemlich viel los, was? Was soll's? Ist kein Essen. Das ist Passagier. Wir haben nichts. Gehen wir. Das sind Typen, ey. Ich weiß, aber... Oh Mann. Gehen wir zur Brücke. Ja, wenigstens haben sie die beiden getötet. Ich dachte, sie hätten es aus dem Hunter. Schatz geschafft. Jetzt müssen wir noch die zwei auf dem Scheiß mit abziehen. Bei Vito. In dem Schott muss eine ganze Armee sein. Wie haben die es geschafft, die Crew da drüben auszulöschen? Suchen wir weiter. Ich will vorsichtig. Oh mein Gott. Oh nein, nein, nein. Oh! Ach, da bist du, ja, Arschloch. Was?
Scheiße und töte mich nicht, Mann. Bitte, bitte, bitte lass mich. Oh, so. Wenn man das hört, wenigstens haben sie Angst. Du musst trotzdem wachsam bleiben. Ich meinte nur, es ist gut, dass du bei mir bist. Das war ein Kompliment. Okay. Born of the Wolf. Sehr beliebt der Film gewesen, ne? Damals. Hunde. Gab's die im ersten Teil auch schon? Wolfsdämmerung. Teil 2. Gar nicht so viele Menschen in Erinnerung, ey. Als Gegner. Dass sie den Typen und das Mädchen haben? Den gibt's noch. Nur den Typen und das Kind, ja? Ja, die und die, die im Truck waren. Das ist ein Schlamassel. Hey, wie lange sollen die hier denn noch dumm rumstehen? Da. Hörst du das? Scheiße, das kam von da drüben. Verteilen! Oh, Scheiße! Weitersuchen! Boah! Gib mir Deckung! Ich hab ihn! Geh weg von ihnen! Gib mir Deckung. Ich hab ihn. Ich könnte eigentlich in die Falle reinlaufen. Können die nicht packen. Ich sehe! Der Buchlaut! Ellie, geh mal weg.
Ich fasse Ellie erschossen. Da! Oh Mann, ertragen und überleben. Was? Ach ja, und diese Comic-Geschichte. Muss beim Molotow loswerden hier. Wir haben die Stadt nach Überlebenden abgesucht. Im Hotel haben sich ein paar Soldaten versteckt, die wir uns gekümmert haben. Eine Gruppe von uns hat ihr Lager überfallen oder vielmehr das, was davon übrig war. Die meisten großen Maschinen sind durch den Kampf im Arsch. In absehbarer Zeit können wir also nicht auf Panzer fahren. Schwere Artillerie kann man auch nicht mehr retten. Die einzige Ausnahme ist ein Humvee. Wir konnten ihn reparieren, inklusive seines Kaliber 50 Geschützes. Dieses Ding ist undurchdringlich. Ich bin gespannt, ob sich noch jemand mit uns anlegt. Luden, Luden, Luden. Besser. Na bitte. Hat's gelohnt. Da? Mann, das war wohl das Ende dieser Zone. Death for Freedom. Ja, in jedem Kampf gibt es Verlierer. Und wenn sie Familie haben? Jeder hat eine Familie. Denk nicht darüber nach. Wie soll das gehen? Hey, hilf mir hoch. Oh. Hier, komm her, Ellie. Okay. Na bitte. Nur fast. Jetzt wieder Menschen, ja. Gar nicht so viele Gegner in Erinnerung, was Menschen betrifft. Da ist noch eins. Die Poster sind überall. Ich hab den gesehen, kurz vor dem Ausbruch. Ach ja? Schlitzt er sie am Ende komplett auf? Niemand wird aufgeschlitzt. Das ist ein Teenie-Film. Wer hat dich da reingeschleppt? Keine Ahnung. Bleiben wir wachsam, okay? Okay. Bobo Sarah.
Gehen wir durch die Gasse. Oh, der verdammte Truck. Schon gut. Bleib nur in Deckung. Nein. 10 Grad weiter. Ich weiß nicht. 20? 25, Mann. Schwachsinn. Ich schwimme. Du hast 25 Dosen Blenken? Ja, 24. Hab eine verputzt. Ja, hast du 24 Dosen Blenken? Und ich herz und im Hotel. Dann. Ruben und ich sind drauf gestoßen und haben alles getan. Das Zeug ist okay. Wann machst du mehr? Warum? Warum wohl? Ich will was. Ja, klar willst du. Mann, ich hab deinen Arsch vor dem Klicker gerettet. Ich denk drüber nach. Ich hätte dich verrecken lassen sollen. Oh Mann, ich mach dir welchen, wenn du damit aufhörst. Ich hoffe, es schmeckt wirklich gut. Danke, Mann. Schmeckt das gut? Oh, oh. Schiffsturm, bleib unten! Oh. Ach, ich hab die Taschenlampe angemacht. Überhaupt, wo der hinschießt. Fahrzeug sollte ich mich nicht anlegen. Fahrzeug. So, mein Pfeil wieder. Da steht jetzt ungeil. Wo ist schon eigentlich lang? Genau. Ja, war mal ja. Aufs Treffen. Kommt aber auch nicht vor, gell? Oh,
Ellie? Scheiße. Hängt irgendwie fest, oder? Mal so ruhig. Heilen. Voll ausgerüstete Trophäe. Bekomme ich jetzt erst. Ich glaube, sie sind weg. Liegt bestimmt jetzt Boden drum los. Wäre auch doof gewesen. Ach, verdammt! John! Warte! John, hör auf! Da! Lass ihn in Ruhe! Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Mann, schlägst du hart zu. Ich wollte dich ja auch erledigen. Oh. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls du es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel? Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Hey, das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter.
Okay, bring uns hin. Kommt mir nach. Nun haben wir neue Verbündete. Tut mir echt leid wegen vorhin. Macht nichts, ich hätte wohl das Gleiche getan. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Hartford. Ehrlich? Da unten soll es ja total übel sein. Ja, das Militär ist da abgezogen. Wir mussten weg. Das sieht jetzt vermutlich wie hier aus. Mein Spiegel, der funktioniert. Oh, ein neues Trainingsbuch. Molotov verbessert. Okay. Nehme ich gerne mit. Wir müssen aufpassen. Direkt nebenan stehen sie immer wach. Und du hast nur deine Tochter? Wir sind nicht verwandt. Wir sind eher, Ich habe versprochen, mich um sie zu kümmern. Ja, das ist sehr ehrenhaft. Munition, die können wir da auffüllen. Comic. Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics. Oh, ich lese das später. Hat gar nicht gekriegt, dass Joey die Comics ihr überhaupt gegeben hat. Also riesen Fernseher. Ja, komm, das ist wichtig. Mir fällt doch gerade ein, wir haben das rote X gar nicht gefunden. Schade. Halt, halt! Seid alle mal leise. Weg von dem Fenster! Sie hauen ab. Mann, der verdammte Truck. Er verfolgt uns schon seit wir in dieser verdammten... Sam, was machst du da? Gar nichts. Los, weg damit. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Er wiegt fast nichts. Die Regel. Sag sie mir. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Jetzt komm. Wie weit ist es noch? Nicht weit. Nicht mal weit. Ich hab's gesehen. Ellie hat ihn eingesteckt. Ernsthaft, schon wieder. Ellie, gib uns Deckung. Na klar. Sam, bleib bei ihr. Aber sie sind weg. Okay. Wo sind die anderen? Sie wollten noch mal alles abduchen. Hey, gehen, dass hörst du das? Ist. Oh Mann, ich glaube, es kommt von da drüben.
Was ist da drüben? War nur eine Ratte oder so. Ah! Heilige Scheiße! Nochmal. War noch eine Tür. Alter, wie ist die zerfetzt? Ja. Das war's. Nicht schlecht, Alter. Weißt du, Alter? Für meine 50 bin ich noch fit. Also Joel ist fit. Oh, ja, warte mal. Kein Stress. Hier ist nichts mehr, also komme ich hoch. Mist. Gleich da! Mehr! So wird geschossen. Das war nicht immer. Durch die Tür. Ist das wirklich sicher, so nah bei Ihnen? Nur, ich habe einen Schlüssel, Mann. Und woher hast du den? Hab einen umgelegt. Er braucht den nicht mehr. Kommt alle rein. Komm hier durch. Vorstühle. So, wie alt bist du? Ich? 14. Wie alt bist du? Auch so? Auch so. Du bist 14, hm? Beinahe. Okay. Wirklich? Beinahe 14. Was für ein Gebäude, ey. Wir sind da. Nehmen wir Loot hier. Auch da. Willkommen in meinem Schloss. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm. Sieh dir das mal an. Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten, bewachen die Scheißbrücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Wow. Ganz gut. Au! Oh. Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Ihr macht das anscheinend gar nichts aus.
wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er dahin, morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt, wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Bleib nah bei mir, okay? Aber den Weg zur Funkstation, ob wir es schaffen oder nicht, das sehen wir dann in der nächsten Folge von The Last of Us Part 1. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Haut rein, euer Smoker.